Da ist er doch, oder nicht? Das ist doch die Karre. Ey, da sitzt einer drin. Hey, hey, hey. Der will doch weg. Komm mal vor. Oh, ey. Was denn los mit ihm? Aussteigen. Raus. Los, was los? Was machen Sie mit dem Auto hier? Was machen Sie mit dem Auto? Warum wollen Sie abhauen? Ich wollte das Auto gerade nur kaufen, eine Probefahrt machen. Hilfe. Sie wollten das Auto verkaufen, was für eine Probefahrt? Ja, ja, ich habe das Auto gerade heute... Von wem haben Sie das Auto gekauft? Brinkstein oder Brinkbaum, da hier 135a. Lassen Sie mal stehen kurz. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Den Mann, den wir hier mit dem gesuchten Fahrzeug gestoppt haben, der war ziemlich überrumpelt und überrascht. Man hat ihm schon abgekauft, dass er jetzt hier wirklich nicht mit der Polizei oder mit Ähnlichem gerechnet hat. Er wusste auch überhaupt nichts zu irgendwelchen Fragen von uns zu sagen. Und es klang schon glaubwürdig, dass er hier wirklich eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat, sondern eigentlich im guten Gewissen Autoprobe fahren wollte. Und das Auto von, was haben Sie gesagt? In der 35A, da, dieser Mann. Da, wo das Fenster auch auf ist, ja? Oder bringt Stock oder sowas. Die Ordnungshüter finden im Wagen keine Hinweise auf das Mädchen. Dennoch könnte der Autoverkäufer die Entführung begangen und das Kind in seiner Gewalt haben. Die Beamten bekommen es mit einem äußerst aggressiven Mann zu tun. Hallo? Verpiss dich! Was? Verpiss dich, Mann! Hey! Was ist denn los, hey? Legen Sie das Ding weg! Legen Sie das Ding weg! Oh! Okay. Katja, löscht du das? Bleiben Sie ruhig! Aber legen Sie das Ding weg, habe ich gesagt! Auf Mutter! Holt das Ding oder ich muss es fahren! Legen Sie es weg! Geh runter von mir! Meine Fresse, was ist denn los mit euch? Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes sucht Michael Smolik in dessen Wohnung sofort nach der entführten Achtjährigen. Wie ist Ihr Nachname, bitte? Beckstein. Herr Beckstein, was ist das hier für eine Nummer? Was ist denn was für eine Nummer? Naja, wir kommen hier an. Sie schmeißen mit irgendwelchen Molotow-Cocktails aus dem Fenster. Sie gehen mit einem Baseballschläger auf meinen Kollegen los. Finden Sie es so normal, oder? So. Mein Haus. Wo ist das Kind? Wo ist dieses Kind? Keine Hast du es gefunden? Ich keine Ahnung. Ich kenne kein Kind. Ich weiß nicht, was das für ein Kind ist. Was ist das? Ich hab's nicht gefunden. Ich hab nur das gefunden. Das, das gehört Gerd mir nicht. Mit seinen Ausweis drin? Hat mir einer reingelegt. Und? Keine Ahnung, wo das herkommt. Batzen Geld. Wo haben Sie denn das ganze Bargeld her? Kann gar nicht von mir sein. So viel Geld habe ich nie gehabt. Ja. Und warum liegt das bei Ihnen im Haus? Ah, habt ihr mir wahrscheinlich gerade reingelegt. Ja, wahrscheinlich, weil Polizeibeamte auch immer ein paar tausend Euro in der Tasche haben. Schön wär's. Ja. Wir werden jetzt hier den Tatverdächtigen erstmal der Wache zuführen. Dort wird er von der Kripo vernommen werden zu dem Ganzen. Hier vor Ort wollte er sich ja nicht genau äußern. Wir werden dann auch noch mal schauen, ob die Personalien so stimmen. Ansonsten werden wir ihn eventuell erkennungsdienstlich behandeln. Das wird sich dann zeigen, aber eine Vernehmung durch die Kripo wird auf jeden Fall passieren. Ist aber alles gut soweit bei Ihnen, ja? Nichts abgekriegt? Nein. Okay. Okay. Dann müssen Sie sich leider nach einem anderen Auto umschauen. Also den Wagen werden Sie nicht kaufen können. Ja, okay. Okay, trotzdem alles Gute für Sie, ja? Dann Sie werden noch mal von uns Post kriegen Egon und sich dann als Zeuge noch mal zu dem Ganzen äußern, okay? Gut. Das entführte Mädchen scheint weiterhin spurlos verschwunden. Von unterwegs haben die Streifenbeamten ihre Kollegen der Kripo über den vorläufig festgenommenen Autoverkäufer informiert. Er soll auf der Wache zu der Entführung und dem Geld vernommen werden. Und Ihre Meinung zu dem Ganzen ist? Also ich bin mir immer noch sicher, dass es meine Ex-Freundin war. Also bin ich mir zu 100% sicher. Ja? Ja. Na ja, gut, okay. Das werden wir dann versuchen herauszufinden. Ja. Ja. Hi. Hallo. Ja. Ja, ja. Michi und ich sind mit dem da von dem Auto. Okay. Wir sitzen drüben. Michi ist bei ihm. Wollt ihr mal eben rübergehen? Ja, klar. Gehen wir rüber. Vor allem die Mutter des Entführungsopfers hält die Ungewissheit nicht mehr aus und will den Verdächtigen zur Rede stellen. Der Autoverkäufer ist kein Unbekannter für die Polizei. Er ist wegen Betrugsdelikten vorbestraft. Herr Beckstein, was Ihnen vorgeworfen wird, ist Ihnen das eigentlich bewusst, um was es hier eigentlich geht? Es geht darum, dass hier ein Kind entführt worden ist. Und das mit dem Fahrzeug, das bei Ihnen vorgefunden wurde. Ha? Es ist hier kein Ladendiebstahl. Hier sind alle Alarmanlagen in allen Polizeidienststellen in Duisburg auf Rot geschaltet. Ist das so?
mal was? Ja, es ist das so und Sie sind hier so ganz entspannt. Ich weiß von nichts. Vernehmungen haben ganz unterschiedliche Charaktere, sag ich mal. Es gibt Vernehmungen, da hat man viel Zeit, muss sich auch Zeit nehmen, weil man einfach mit Leuten zu tun hat, dem muss man alles aus der Nase ziehen, das dauert lange. Und hier sind wir natürlich jetzt im Druck. Das Kind muss schnell, so schnell wie möglich wieder an Land, ist mal platt zu sagen, es muss zurück zur Mutter. Und deswegen müssen wir schnell versuchen, aus dem so alles rauszuholen, was geht, innerhalb von kurzer Zeit. Packen Sie aus, sagen Sie uns, was Sie zu sagen haben, weil nur das macht auch ein bisschen Eindruck vor Gericht. Ja, was macht das Auto bei ihm? Geld gefunden. Das Geld haben Sie 4.000. Im Auto? Nee, in seiner Wohnung. In seiner Wohnung. Lag unten. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert macht dem Mann klar, dass der tätliche Angriff auf den Beamten mit dem Molotow-Cocktail eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen wird. Nur eine Kooperation mit der Polizei kann das Strafmaß mindern. Der Kleinkriminelle berichtet schließlich von merkwürdigen Ereignissen. Ja gut, ich hatte vor ein paar Tagen ein Handy im Briefkasten liegen. Wann war das genau? Ja, vor ein paar Tagen, weiß ich nicht mehr genau. Ja, also ein bisschen. Drei Tage. Okay. Und da waren Anweisungen per SMS drauf. Auf dem Handy. Kannten Sie das Handy? Von wem war denn das Handy? Weiß ich nicht. Wer war der Absender von diesen SMS? Stand kein Name dran, nichts. Ich habe mir da auch nichts weiter dabei gedacht, weil es ging um 4.000 Euro, die ich bekommen sollte für eine ganz leichte, easy Sache. Was heißt das konkret? Ja, was stand denn da drin, 4.000 Euro für eine easy Sache? Ja, ich sollte 4.000 Euro bekommen, wenn ich ein kleines Kind von der Schule abhole. Von der Schule. Und da stand auch drin, welche Schule? Und, ja, natürlich. Und dann bin ich halt zu der Schule hingefahren. Wann sind Sie da hingefahren? Zur Mittagszeit, wenn die Schule zu Ende war, als die Schule zu Ende war. Und dann? Und dann habe ich das kleine Kind gepackt, habe das eingeladen. Und dann wurde mir per SMS immer mitgeteilt, wo ich hinfahren soll. So wie ich ihn einschätze, ist sein Charakter nicht gerade von höherer moralischer Natur. Das scheint eindeutig zu sein. Er wird hier praktisch ferngesteuert und nimmt es sofort an, weil er einfach gierig ist. So, und wie kommen Sie zu dem Auto? Haben Sie es geklaut oder was? Das stand vor meiner Tür, der Schlüssel steckte, das war Teil der Abmachung. Was heißt Teil der Abmachung? Das stand auch in der SMS mit drin. Dass Sie ein Auto vor die Tür gestellt bekommen? Ich bekomme das Auto, ich bekomme die 4.000 Euro. Moment, Sie bekommen das Auto, Sie dürfen das Auto anschließend dann behalten? Das war nicht ganz klar, deswegen wollte ich es verkaufen. Sie wollten das Auto verkaufen? Deswegen war der Typ bei mir, der wollte das Auto kaufen. Wie kommen Sie zu diesen 4.000 Euro? Die lagen da, wo ich das Kind hingebracht habe. Gut, okay, also für uns ist jetzt erstmal wichtig, das Mädchen zu finden. Ungefähr wohin haben Sie sie gebracht? Wie sah das da aus? Erinnern sich irgendwas? Ja, können Sie uns das auf einer Karte zeigen? Kleine Garten. Wir haben noch eine Karte drüben. Kommen Sie mal mit. Für die Kriminalkommissare ist klar, der Kleinkriminelle war nur das ausführende Organ. Die Polizisten müssen jetzt ermitteln, wer sein Auftraggeber ist und vor allem, wo sich das Mädchen befindet. Das muss hier vorne irgendwo sein, das da, die da. Ecke da. Und was genau, wo genau war das? Irgendwie so eine Schrebergartensiedlung. Eine Schrebergartensiedlung? Ja, irgendwie so. Da haben Sie das Kind hingebracht. Ja. Was haben Sie denn gemacht? Wie können Sie denn ein Kind in einer Gartensiedlung lassen? Das ist doch nur ein achtjähriges Kind. Bitte, was sind Sie denn für ein Mensch? Das geht doch gar nicht. Gut, okay. Sie ist Michi, alleine. Ich würde vorschlagen, ihr fahrt auf jeden Fall schon mal los, da grob in die Richtung. Wir versuchen da jetzt noch mal genaues herauszukriegen über die Hütte, wie die ungefähr so aussieht. Das kommt nicht in Frage. Das ist besser nicht. Bitte, besser das ist mein Kind. Es hat Angst, bestimmt. Michi? Bitte. Ja, okay. Ja? Ja, dann nimmst du sie mit. Okay. Sie bleiben wir gehen noch mal ins Vernehmungsraum. Ja. Die Beamten erhoffen sich in der weiteren Vernehmung mehr Details über den Auftraggeber der Entführung. Da keine Lösegeldforderung vorliegt, vermuten sie ein persönliches Motiv hinter der Tat. Gemeinsam mit der Mutter wollen die Streifenpolizisten in der Kleingartenkolonie nach dem Mädchen suchen. Vor Ort wird klar, das Kind könnte in Lebensgefahr schweben. Alter! Sie bleiben einmal bei mir, Sie bleiben hier stehen. Wir müssen erst mal schauen, was da los ist. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Die Frau, hallo? Machen Sie auf, die Polizei ist hier. Kommen Sie rum. Ich hab's. Alles gut, die Polizei ist hier. Okay? Die Beamten wissen nicht, ob die Unbekannte etwas mit der Tat zu tun hat. Michael Smolik sucht weiter nach dem Kind. Hören Sie, der Rettungswagen ist auf dem Weg, ja? Die werden sich sofort um Sie kümmern, okay? Alles gut.
Ich habe keinen mehr gefunden. Hier stellt sich die Frage, was hat denn die Frau damit zu tun? Könnte es vielleicht die Entführerin sein? Sie konnte uns aber zunächst erstmal gar nichts sagen, weil sie war nur am Husten, musste erstmal zu sich kommen. Ganz ruhig. Michi, sagst du denn einmal, wo wir sind? Die hinzugerufene Feuerwehr kümmert sich um den Brand. Die noch unbekannte Frau berichtet, das Nachbargrundstück gepachtet zu haben. Von dort aus hatte sie etwas beobachtet. Hier waren Leute und das ist eigentlich, wohnt hier keiner. Und ich dachte, es wären neue und ich habe das Kind gesehen. Und Welches Kind? Ein kleines Kind? Zeig mal das Bild, bitte. Vielleicht so aus? Ein Mädchen, ja. Könnte sein. Können Sie aber nicht mit Sicherheit sagen. Ja, aber so, ich habe sie spielen. Haben Sie mit dem Mädchen gesprochen? Ne? Die Kleingärtnerin wollte sich dem Kind vorstellen. Doch als sie auf es zuging, spürte sie plötzlich einen heftigen Stromschlag im Nacken. Die Sanitäter vermuten, dass die Frau mit einem Taser niedergestreckt wurde. Das hat einen Schlag. Ganz kurz. Wie ist das mit dem Feuer dann entstanden? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Warum hat es dann auf einmal angefangen zu brennen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Weiß ich nicht. Also im Moment können wir auch nur spekulieren, warum hier dieser Brand ausgebrochen ist. Wir vermuten aber, dass hier der Täter oder der Tatverdächtige vor Ort war und eben irgendwie versucht hat, Spuren zu verwischen oder zu vernichten und daher eben auch ein Feuer gelegt hat. Versorgen wir sie mal nach. Ganz ruhig. Die Einsatzkräfte suchen umgehend nach Hinweisen zum Verbleib des entführten Mädchens. Die Polizeikommissarin findet eine Zeichnung, die wichtige Anhaltspunkte liefert. Genau. Könnte das von ihrer Tochter sein? Genau, malt die so? Malt sie immer Mädchen, ja. Ja? Ist ja für das Alter auch schon ganz gut gemalt, ne? Guck mal, mit dem Auto. Auf dem Bild, was wir hier in der Hütte gefunden haben, da kann man auch relativ deutlich erkennen, dass das Kind hier also so ein rotes Auto gemalt hat. Es ist recht genau gemalt. Auf dem Auto ist sogar noch ein Kennzeichen hingeschrieben. Jetzt muss man natürlich dem Hinweis nachgehen. Wir werden jetzt schauen, ob das Ganze eine richtige Spur ist. Wir werden auf jeden Fall nach diesem Fahrzeug mit dem Kennzeichen Ausschau halten und schauen, ob wir das als Hinweis verwerten können. Super, gute Arbeit, vielen Dank. Dann kommt ihr dann bitte wieder zurück zu der Wache. Wir schicken die KTU direkt zum Brandort. Ja, klar. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das einfach mal mit, ne? Genau, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Ordnungshüter geben eine Fahndung nach dem roten Wagen raus. Doch das Kennzeichen ist nicht registriert. Seit 4 Stunden sucht die Polizei fieberhaft nach der entführten 8-Jährigen. Der Vater des Kindes hält seine Ex-Freundin immer noch für schuldig. Wir haben ihre Ex-Freundin telefonisch erreicht. Sie ist jetzt unterwegs zur Dienststelle, die wird jetzt hierher kommen. Dann werden wir sie hier auch noch mal ganz kurz zu den Sachen befragen. Nehmen Sie noch mal, bitte. Wir haben euer Fahrzeug an einer freien Tankstelle gesehen, in Neudorf. Den Roten? Den Roten, ganz genau. Okay. Welche Besatzung ist da in der Nähe? Auf der einen Augenblick. Der Egon 1930 ist vor Ort. Schick die mal bitte sofort dahin. Okay, alles klar. Gut, okay. Alles klar. Dann lass uns mal hochgehen und versuchen, das noch zu koordinieren. Genau, ich warte. Meine Akte. Egon 1930, Egon. Da das Kind eine Frau neben dem roten Auto gezeichnet hatte, suchen Michael Smolik und Katja Wolf nach einer Täterin. Die Leitstelle informiert die Streifenbeamten über den Hinweis. Unser gesuchtes Fahrzeug ist von einem Taxi an der freien Tankstelle in der Koloniestraße gesehen worden. Fahrt da mal hin, Sonderrechte frei, dann bitte stille Anfahrt. Ja klar, wir machen uns auf den Weg. Die Schutzpolizisten hoffen, die Entführerin des Kindes an der Tankstelle festnehmen zu können. Vor allem aber wollen sie die 8-Jährige aus der Gewalt der Täterin befreien. Am Einsatzort hat sich allerdings schon ein Drama abgespielt. Guckt er so komisch? Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Wo? Oh. Was ist mit ihm, Michi? Können Sie mich hören? Hey! Hey, bleiben Sie stehen! Einfach mal sitzen, ja? Bleiben Sie sitzen. Ich hab ihn! Also der Fluchtversuch des Rollerfahrers war schon ziemlich dämlich, aber dass er sich dann noch mit einem Kampfsportler wie mir angelegt hat, kann nicht funktionieren. Hände auf den Rücken! Hand auf den Rücken! Drehen Sie um! Die Beamten müssen ermitteln, ob der Rollerfahrer etwas mit der Entführung zu tun hat.
Eine Verstärkungseinheit soll den Mann festsetzen. Die Polizisten befragen jetzt die Tankwartin und den Taxifahrer. Sie haben angerufen. Ich habe angerufen. Setzen Sie sich mal lieber hier drauf. Nachdem ich über Funk durch die Zentrale gehört habe, was passiert ist und das Fahrzeug beschrieben gekriegt habe, habe ich sie auf der Tankstelle stehen sehen, bin hier rangefahren, bin hier rein, wollte sie aufhalten. War er mit in dem Fahrzeug drin? Nein, er hatte nichts damit zu tun. Das war eine Frau, das kleine Mädchen war schon hier drin. Das kleine Mädchen war auch hier drin? War hier drin. Und als ich sie angesprochen habe auf das Fahrzeug, hat sie die Kleine rausgeschickt. Und ehe ich mich versehen habe, hatte sie schon einen Taser in der Hand. Und, ja, und dann waren die Lichter aus. Okay, okay. Was haben Sie hier gemacht? Ja, ich kam rein, ich habe die Leute liegen sehen und dachte, Gelegenheit ist günstig. Aha. Ja, alles klar. Der junge Mann muss sich für den Diebstahl verantworten. Michael Smolik bittet die Tankwartin, ihnen die Bilder der Überwachungskamera zu zeigen. Und darauf gibt es endlich etwas Positives zu sehen. Ach, sie lächelt, schon mal, dass sie lebt? Lächelt sogar. Wer ist das? Kennen Sie die Frau? Können Sie die identifizieren? Das ist könnte die Frau schon aus dem Auto. Das ist die Frau aus dem Auto. Kennen Sie die? Und da sind Sie hingegangen jetzt, ne? Wissen Sie, wer das ist? Das könnte ich, schon Diana sein, wollte oder? Wollte sie eigentlich ein bisschen aber aufhalten und blockieren. Diana, die Ex-Freundin von ihrem Ex-Mann. Genau, aber ich dich zu sehen, ist dann hat sie uns getasert und weg war sie, glaube ich. Ja, auch. Die Entführerin ähnelt der Ex-Freundin und ehemaligen Stalkerin des Vaters. Und sie scheint nicht vor Gewalt zurückzuschrecken. Die Beamten wollen deshalb sofort weiter nach dem Mädchen suchen.